Berlin-Kreuzberg. Friedrichstraße, Ecke Zimmerstraße. Touristen aus aller Welt suchen hier immer noch den Schrecken der Mauer. Am Grenzübergang Checkpoint Charlie spielte sich vor 50 Jahren ein Ereignis ab, das weltweit für Betroffenheit gesorgt hat. August 1962, ein Jahr nach dem Mauerbau. Am Freitag, den 17. August, gerät der Checkpoint Charlie in den Fokus der Weltöffentlichkeit. Ein amerikanisches Kamerateam schwenkt in die Zimmerstraße. Gegen 14 Uhr kommt es hier zu einem Ereignis, dessen Heftigkeit bis heute nachwirkt. Ein Mensch wird angeschossen und liegt schwer verletzt an der Mauer. Mehr als 50 Minuten lang. Er ruft um Hilfe. Hunderte werden Augenzeugen, sehen zu, wie ein Mensch verblutet. Niemand greift ein. Wie kam es zu diesem furchtbaren Unglück in der Zimmerstraße, Ecke Charlottenstraße? Der Checkpoint Charlie nur einen Steinwurf entfernt. Es war eine schreckliche, mörderische Inszenierung. Sie fand aber auf keiner Bühne statt, sondern in der Wirklichkeit. Der ganze Ablauf Peter Fechter, das ist etwas gewesen, wo man gesagt hat, so inhuman kann also der Sozialismus, kann also die DDR sein. Und so weit gehen die an der Mauer und lassen jemand, der hätte vielleicht noch gerettet werden können, wenn er ärztlich versorgt werden wäre, den lassen die einfach da verbluten. Sie können von diesem berühmten Punkt Peter Fechters Tod eine Linie ziehen bis zu dem Augenblick, in dem der kleinere Teil des deutschen Volkes, der bedrängtere Teil aus Ost-Berlin, das ganze Ding zum Einsturz gebracht haben. Freilich ist das bedauerlich. Aber von der anderen Seite frage ich mich, warum macht er denn das? Er hat doch gewusst, dass geschossen wird. Was erinnert in Berlin noch an die Mauer und an die Mauertoten, an Peter Fechter? Das Mauermuseum am Checkpoint Charlie zum Beispiel. Es wurde von Rainer Hildebrand gegründet. 2004 ist er verstorben. 1990 beschäftige ich mich das erste Mal journalistisch mit dem Fall Fechter. Das erste Mal suchen, ja. Entschuldigung, ja. Ich besuchte auch Rainer Hildebrand. Er öffnete sein Archiv. Peter Fechter? Ich würde sagen, wenn man so viel Tote erlebt hat und es darauf ankommt, das Gewissen wachzurütteln, ein Argument, um Menschen nachdenklich zu machen, dass der Junge noch 50 Minuten an der Mauer gelegen hat. Bei meinen Recherchen 1990 wurde hier an der Zimmerstraße gebaut. Die Mauer hatte im November 1989 ihren Schrecken verloren. Ein schlichtes Holzkreuz erinnerte an Peter Fechter. Jetzt bin ich wieder hier, an gleicher Stelle und finde mich nicht zurecht. Ein Geschäfts- und Büroviertel ist entstanden. Und im Schatten des Springer Hochhauses eingerahmt zwischen Lifestyle und einem Bistro die Peter Fechter Stele. Ein Ort der Erinnerung. Wer war dieser Peter Fechter? Viel gibt es nicht mehr von ihm. Ein paar abgegriffene Fotos, das ist alles. In der 80 Quadratmeter großen Wohnung in Berlin-Weißensee lebte die Familie Fechter zu fünft. Ein normales Leben. Ein normaler Junge. Er hatte Humor, konnte Witze erzählen und eine Gesellschaft unterhalten. Also er kam ja, als ich hier verheiratet war, kam er ja manchmal Sonnabend oder Sonntags, kam er spontan an zum Kaffee trinken, hat Kaffee mitgebracht, ein Stündchen erzählt und dann
ist er wieder los. Aber das war doch so ein Verhältnis, dass man sich zueinander findet. Ja? Und da hat er mir eigentlich so im Laufe der Jahre doch gefehlt als Familienmitglied. Freitag früh, 17. August 1962. Wie jeden Morgen um 6.30 Uhr verlässt Peter Fechter die elterliche Wohnung in der Beheimstraße. An jenem Morgen lässt er Angehörige und Freunde zurück, die sich später fragen werden, ob sie irgendeine Reaktion, ein Verhalten Peters vielleicht übersehen haben könnten. Er ist gelernter Maurer und arbeitet in Berlin-Mitte, in der Nähe der Mauer. August 1962. Seit einem Jahr ist man zugemauert. Von Stacheldraht und Schießbefehl eingeengt. In der DDR beginnen die Menschen nun damit, das auszuhalten, was ihnen zugemutet wird. Als Maurer hat Peter vor ein paar Monaten die Mauer in der Zimmerstraße mit aufgebaut. Wie viele in seinem Alter ist auch Peter Fechter mit seiner Situation in der DDR unzufrieden. Die Freiheit, sie ist nur einen Sprung entfernt. Das Schaufenster des Westens, West-Berlin. Dort hat man sich trotzig, aber relativ schnell mit der Mauer arrangiert, so scheint es. Die verhasste Mauer ist scheinbar unabänderlich. Auf eindeutige Gesten der Westmächte, entschiedene Reaktionen auf den Mauerbau, warten sie im Westteil der Stadt seit einem Jahr vergeblich. Und es wurde also erst langsam klar, dass es eine stillschweigende Vereinbarung gegeben hat zwischen Chruschtschow und Kennedy. Nämlich, wir wollen den Status quo erhalten. Es darf wegen der Deutschen keinen Krieg geben. Weder wegen Berlin, noch wegen Deutschland, noch wegen Europa. Man muss ja immer wieder sehen, West-Berlin und Berlin insgesamt als Staat waren die entscheidende Klammer in diesem geteilten Deutschland. Sie waren der ständige Aufruf, hier diesen Zustand, diesen Status quo nicht ewig werden zu lassen. Und das war die Voraussetzung. Am Freitag, den 17. August, bereitet man sich in West- und Ost-Berlin auf ein warmes Wochenende vor. Auch am Checkpoint Charlie geht alles seinen gewohnten Gang. Am Kontrollpunkt ist an diesem Morgen wenig Grenzverkehr. Auf östlicher Seite Zeit für kleinere Renovierungsarbeiten. Direkt an der Grenze das Gebäude der Tageszeitung Neue Zeit und des Union Verlages. Hier im ersten Stock arbeiten Wolf-Dieter Zubke und Renate Pietsch an diesem 17. August 1962. In der Union-Druckerei sind die Druckmaschinen angelaufen. In den DDR-Zeitungen ist der Flug der sowjetischen Raumschiffe Vostok 3 und 4 Tagesgespräch. Die Schwimm-Europameisterschaften in Leipzig, Aufregendes aus der Hauptstadt der DDR und von einem Mord an der Grenze wird berichtet. Der Grenzsoldat Rudi Arnstadt wurde vor 3 Tagen in der Rhön von einem Bundesgrenzschützer erschossen. Renate Pietsch fiebert jetzt schon dem Feierabend entgegen. Sie möchte sich am nächsten Tag mit ihrem Kollegen Wolf-Dieter Zubke verloben. Noch 1990 sind beide von diesem 17. August 1962 beeindruckt. Wir hatten die Vorbereitung am Freitag geplant. Wir hatten also hier, das habe ich selbst gemacht, ich bin ja gelernter Buchdrucker, die Karten hier an dem 17. noch hergestellt. Und dieser Vorfall hatte natürlich dann auch für uns entsprechende einschneidende Maßnahmen, die eigentlich nicht zu erwarten waren.
euch. Auf gerade! Aus! In Kasernen im Osten Berlins sind Einheiten der DDR-Grenzbrigaden stationiert. Wie jeden Tag am frühen Morgen setzen sich die LKWs mit den Grenzpolizisten in Bewegung. Heinz Schäfer war Offizier der DDR-Grenztruppen, verantwortlich für den Abschnitt in der Zimmerstraße. Ja, wir hatten ja 8-Stunden-Dienst. 8 Stunden. Also, und da mussten wir mal 8 Stunden an der Grenze. Das heißt also 3 Stunden vorher in der Kaserne aufstehen, also praktisch wecken, frühstücken, Waffen empfangen und. Und dann so losfahren, dass wir also dann, sagen wir mal, 6 an der Grenze waren. Und der Grenzabschnitt, den wir hatten, von Potsdamer Platz bis zur Schillingbrücke, Oberbayernbrücke, da war eingeteilt in 4 Abschnitte. In 4 Grenzabschnitte. War da eingeteilt. In der Zimmerstraße beziehen an diesem 17. August Doppelposten Stellung. An der Ecke Charlottenstraße Posten 3, Feldwebel Schönert und Gefreiter Buske. An der Kreuzung Markgrafenstraße Posten 4, Unteroffizier Friedrich und der Gefreite Schreiber. Ja, 1990 besuche ich die Schwestern von Peter Fechter. Ruth, links im Bild, ist 2005 verstorben. Gisela möchte heute nicht mehr vor der Kamera sprechen. Solche Interviews wühlen sie zu sehr auf. Im Interview von damals ist noch die ganze Unwirklichkeit der Maueröffnung zu erahnen. Und die Trauer. Also ich habe in Erinnerung, dass wir mit meinem Bruder da verabredet waren im Garten. Und das war eigentlich auch ein sonniger Tag, sonst wären wir eigentlich da nicht hingefahren. Ja, naja, also bei Regen mit dem Baby wären wir da nicht hingefahren, ja, mit dem Kinderwagen, Kind und Kegel. Und wir haben dann da gewartet und gewartet und war eigentlich nicht seine Art, dass er nicht kommt, ja. Peter Fechter arbeitet an diesem 17. August am Alten Palais unter den Linden. Gegen Mittag machen er und sein Arbeitskollege und Freund eine Pause. Seit einiger Zeit denken die beiden über eine Flucht nach West-Berlin nach. Die Gegend nahe dem Springer-Hochhaus finden sie am geeignetsten. Sie kennen sich hier aus. Was danach geschah, wird der Freund von Peter später zu Protokoll geben. Am Freitag, den 17. August 1962 um die Mittagszeit, gingen wir schon vor der Arbeitspause von unserer Baustelle in einen Imbissladen. Hier aßen wir eine Kleinigkeit. Wir redeten noch einmal über unsere Flucht. Wir gingen dann die Friedrichstraße entlang hinunter bis zur Charlottenstraße. Dort stand ein Doppelposten von der Grenzpolizei. Um von den Grenzposten nicht angesprochen zu werden, gingen wir bis zu einer von uns ausgesuchten Schreinerei. In der Schreinerei in der Schützenstraße 8 fielen die beiden nicht auf, als sie durch die Werkstatt gingen. 1962 arbeitet dort der Lehrling Karl Reckwart. 1990 erinnert er sich. Ich habe sie persönlich zuerst nicht gesehen gehabt, aber der Kollege, der die beiden angesprochen hatte, sagte später, dass sie eben Maurerkluft anhatten und dass er gedacht hat, dass die zu den Maurern gehören, die gerade Bauarbeiten bei uns im Gebäude ausgeführt haben. Und die sind hier durch den Betrieb durchgegangen und ein Kraftfahrer von uns hat gerade Späne nach hinten gebracht. Hattet ihr gesehen, dass die beiden eben da die Bretter rausbrechen, hat sie noch angesprochen und kam ganz aufgeregt ins Büro gerannt und sagte, dass eben da hinten 2 an der Grenze die Fenster aufbrechen. Vor den beiden liegt die Zimmerstraße, der 10 Meter breite Todesstreifen, nur ein paar Meter bis zur Mauer. Etwa 14.10 Uhr ist es. Warten auf den Wachwechsel. Posten 4, der Unteroffizier der DDR-Grenztruppen Rolf Friedrich und Gefreiter Erich Schreiber, befinden sich zu diesem Zeitpunkt in der Markgrafenstraße auf einem Patrouillengang.
Kurz nach 14 Uhr sprangen wir nacheinander durch das Fenster in die Zimmerstraße. Peter sprang zuerst und ich hinterher. Wir durchliefen den 10 Meter breiten Streifen bis an die Mauer. Peter war zuerst ran. Ich war 2 bis 3 Schritt zurück. In diesem Augenblick fielen Schüsse. 5 bis 6. Peter blieb wie angewurzelt stehen. Ich sprang an der Mauer hoch und zwängte mich durch den Stacheldraht. Warum Peter nicht geklettert ist, weiß ich nicht. Er sprach kein Wort. Ich rief ihm noch laut zu. Nun los, mach doch, spring. Er rührte sich nicht. Er hat auch nichts mehr gesagt. Margit Hosseini ist Geburtstagsgast in der Charlottenstraße in West-Berlin. Und wir waren denn gerade angekommen und bereiteten unsere Party vor. Und dann hörten wir die Schüsse. Ja, und dann war, wir sind ans Fenster gelaufen, das war im 3. oder 4. Stock. Ich hatte Feierabend. Bin dann rausgegangen und hatte eigentlich erst mit dem Gesicht in die Toreinfahrt gestanden, um auf meinen Freund zu warten. Und auf einmal wurde geschossen. Wie viel Uhr war es? Das war so gegen 14.15 Uhr. Als ich mich dann umgedreht habe, dann habe ich eine Person auf der Mauer gesehen und eine Person unten. Also wenn ich mir das Bild jetzt betrachte, der Eingang war dort und wir standen hier vorn in der Litfaßsäule und was war denn diese Blickrichtung? Das war traumatisch für uns alle. Es war richtig schrecklich. Also diesen jungen Mann da zu sehen und in meiner Erinnerung, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber in meiner Erinnerung lag der auf der Seite wie ein S. Und der schrie richtig um Hilfe. Peter Fechter liegt an der Mauer, unfähig aufzustehen. Über 30 Schüsse waren abgegeben worden. Einer hat ihn getroffen. Der Verletzte, der da liegen blieb, Peter Fechter, wie wir später erfahren haben im Fernsehen, der rief ja immer um Hilfe. Und als nur nach 10 Minuten oder eine Viertelstunde noch nichts passiert war, da wurden natürlich die Kollegen sehr unruhig. Und dann gingen auch an den gegenüberliegenden Häusern Fenster auf und dann riefen sie einzelne Mörder und so. Die Grenzsoldaten sind in diesem Moment auf sich allein gestellt. Ihr Vorgesetzter Heinz Schäfer ist in der Kaserne in Berlin-Rummelsburg. Und da kam der Anruf, dass ein Grenzverletzer angeschossen wurde. So, und das kriegte ich ja mit. Und da habe ich sofort geantwortet, rausholen. Und da sagte mir der Zugführer, ich schicke da niemanden rein, drüben auf der Westseite. Die Polizisten, bewaffnet, haben gerufen, wenn ihr hereingeht, wird geschossen. So. Und da habe ich gesagt, ich komme sofort raus. Und dann bin ich losgefahren. Hartmut Moldenhauer war im August 1962 gerade ein paar Wochen bei der Westberliner Schutzpolizei. Heute verwaltet er das Polizeiarchiv im Berliner Polizeipräsidium. Hier liegen auch die Einsatzprotokolle des 17. August 1962. Hartmut Moldenhauer zur Bedrohung durch die Westberliner Polizei. Es kann natürlich auch gewesen sein, dass ein bestimmtes Gefühl von Bedrohung da war, aber ich glaube, niemand hätte in irgendeiner Form eine Aggression gegen denjenigen begangen, der den da rausgeholt hätte. Das Nicht-Einschreiten der DDR-Grenzsoldaten war auch Ratlosigkeit. Kein Vorgesetzter vor Ort, der die Lage einschätzte, der den Befehl zum Bergen hätte geben können. Und es war vor allem Angst, aus West-Berlin beschossen zu werden. 3 tote Kameraden, erschossen von Flüchtenden, Fluchthelfern und Westberliner Polizisten, waren allein in Berlin seit dem Mauerbau zu beklagen. Ein amerikanischer Helikopter schwebt über der Szenerie. Neugierige auf beiden Seiten in Ost- und West-Berlin.
Immer mehr Menschen strömen zur Zimmerstraße, Ecke Charlottenstraße. Später, als die Zeit immer länger wurde, kamen auch Amerikaner, amerikanische Soldaten angefahren mit Militärfahrzeugen. Und da sah das auf einmal recht bedrohlich aus. Also hat man versucht, die Kollegen zu beruhigen, weil man ja nichts machen konnte. Eine ältere Frau am Fenster auf der Ostseite gibt den Polizisten auf der anderen Seite den Hinweis, wo der schwer verletzte Fechter liegt. Die Westberliner Polizisten sprechen noch mit Peter Fechter und werfen ihm Verbandspäckchen zu. Sie können nicht mehr helfen. Sie dürfen nicht mehr helfen. Sie gehen bis an die Grenze. Streng genommen befinden sie sich auf der Mauer schon auf DDR-Gebiet. Auch die US-Soldaten können nichts tun. Ein Befehl aus Washington verbietet ein Einschreiten. So verblutet also Peter Fechter langsam zwischen den Fronten. Das war die Hilflosigkeit und die Schuld und die Schmach. Man fühlte sich schäbig, weil man so nutzlos und hilflos dastand und die Qual eines anderen mit ansehen musste, ohne irgendetwas tun zu können. Das war ein Trauma für mich. Ich habe viele, viele Wochen und Monate lang diese Hilfeschreie gehört. Und selbst jetzt ist was schrecklich, richtig schrecklich. Die Schreie verstummen irgendwann. Peter Fechter verliert das Bewusstsein. Augenzeugen im Gebäude des Ostberliner Union Verlages. Ein Mitarbeiter macht kurz nach 15 Uhr spektakuläre Fotos aus einem der Fenster im oberen Stockwerk, die später von der Stasi beschlagnahmt werden und erst nach der Wende 1989 wieder auftauchen. Bild 1, 15.01 Uhr. Noch liegt der schwer verletzte Fechter in der Mauernische. Polizei und amerikanische Soldaten auf der Westseite, ratlos. Bild 2, etwa 15.05 Uhr. Zwei Grenzsoldaten laufen im Schutz der Mauer zu Peter Fechter. Bild 3, etwa 15.07 Uhr. Um von der Bergung abzulenken, wird eine Nebelgranate gezündet. Peter Fechter an der Kreuzung Charlottenstraße noch einmal kurz abgelegt. Bild 4, 15.10 Uhr. Verstärkung ist da. Auf der Westseite steigt soeben ein Kameramann auf das Podest in der Charlottenstraße. Die Kamera im Anschlag. Rechts daneben macht der Fotograf Wolfgang Behrer gleich das Foto seines Lebens. Auf Bild 5 sind die Grenzer mit Peter Fechter gleich am Stacheldraht. Zu ihnen stößt jetzt Heinz Schäfer, ihr Vorgesetzter. In diesem Moment beginnt der Kameramann mit seinen Filmaufnahmen. Unruhe und Proteste am Eingang zur Union-Druckerei. Der sterbende Fechter wird an den Augenzeugen an der Hausecke vorbeigetragen. Soldaten drängen die Beobachter des Vorfalls in die Einfahrt zurück. Renate Pietsch und Wolf-Dieter Zubke, die dort stehen, wollten eigentlich zu ihrer Verlobungsfeier. Doch daraus wird nichts. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen wild gebärdet, indem ich fürchterliche Schimpfausrufe von mir gegeben habe. Und wir standen ja dann zusammen und es war eigentlich überhaupt unverständlich, dass man Menschen liegen lässt, verbluten lässt und ihn dann nachher wie so ein Stückchen Vieh wegträgt. Ja, wie ein das hat sie auch menschenunwürdig behandelt. Also auch, also da ist keine Menschenwürde mehr vorhanden gewesen. Ja, es, dieser Vorfall hatte natürlich Auswirkungen, insofern wir wurden ja unmittelbar, nachdem der Peter Fechter abtransportiert ist, auch selbst verhaftet von den damaligen Staatssicherheitsorganen hier der DDR. Wir wurden dann in die Keibelstraße transportiert und lange verhört. Man wollte offensichtlich hier einen Zusammenhang konstruieren. Er war ja in etwa im gleichen Alter wie wir.
wurden erst am nächsten Tag, also an dem Tage, an dem die Verlobung eigentlich stattfinden sollte, entlassen. Peter Fechter lebt noch, als er weggetragen wird. Peter Fechter lebt noch, als er ins Krankenhaus der Volkspolizei nahe der Charité eingeliefert wird. Kurze Zeit später ist er verblutet. Gegen 17 Uhr wird der Tod amtlich festgestellt. Am nächsten Tag, am 18. August, wird die Leiche Peter Fechters in der Charité obduziert. Professor Otto Prokop, er ist einer der berühmtesten Ärzte in der DDR, erstellt den Obduktionsbericht, der kurz danach verschwindet. Heute arbeitet Sven Hartwig als Obduktionsarzt an der Charité. Also wenn Obduktionen durchgeführt wurden bei Mauertoten, lässt sich das an den Archivunterlagen sehr gut nachvollziehen, war es durchaus üblich, dass das Obduktionsprotokoll, das während der Obduktion entstand, dadurch, dass der Obduzent einer im Sektionssaal anwesenden Sekretärin das Protokoll in die Schreibmaschine diktierte, von anwesenden Mitgliedern der, wie man damals sagte, Ermittlungsorgane mitgenommen wurde. Das heißt, die wurden niemals abgelegt im Institut, während aber die Leichenein- und Ausgänge sauber dokumentiert sind. Also ich kann nur eine Vermutung anstellen, dass die Offenbarwerdung solcher Gewaltakte gegen die eigenen Bürger dem jungen Staate nicht zugute kam, der in der Weltgemeinschaft eine Rolle spielen wollte. Insofern waren diese Todesfälle mit Sicherheit als Staatsgeheimnis behandelt. Bei der Suche im Archiv der Charité findet sich nur das Eingangshauptbuch von 1962 und der Hinweis auf die Obduktion Fechters. Eine Durchschrift des Obduktionsberichts jedoch liegt bis heute bei der Berliner Staatsanwaltschaft. Darin heißt es, dass ein einziger Schuss Peter Fechter getötet hat. An einem Beckendurchschuss, der die Vene und weitere innere Organe schwer beschädigt, ist der 18-Jährige verblutet und schließlich gestorben. Über 30 Schüsse. Nur ein einziger war tödlich. Und auch das lässt sich dem ärztlichen Bericht entnehmen. Peter Fechter hätte auch bei sofortiger Bergung aus dem Todesstreifen nicht überlebt. Auf der Westseite versammeln sich noch am Nachmittag des 17. August immer mehr Menschen. Im Ostteil hektische Ratlosigkeit. Was tun in dieser Situation? Die politischen Konsequenzen gar nicht auszudenken. Warum, so fragen viele Westberliner, haben die Amerikaner nichts getan? Es war wie ein Konzentrat, was dort passiert ist. Und die Berliner, wie die Weltöffentlichkeit, bekam dieses vorgeführt. Also es war eine Situation, die für die Verantwortlichen auf der östlichen Seite verheerend war. Und sie fügte sich ein in eine Vorstellung, die damals gängig war, so sind die. Und die Presse macht Schlagzeilen und Stimmung. Gegen Ost und West. Die Amerikaner zu passiv, Angst, Chruschtschow zu provozieren. Aber wir brauchten diese Erkenntnis nicht. Wir waren im Senat natürlich berührt von diesem tragischen Erlebnis. Die Einsicht in die Realität wurde den Westberlinern demonstriert. Nicht der Vier-Mächte-Status, sondern die Souveränität jeder der vier Mächte in Berlin für ihren Sektor und auf ihren Sektor begrenzt. Amerikaner zeichnet nicht gerade ein besonders großes Einfühlungsvermögen aus. Und sie haben nach dem Tod Peter Fechters und den unmittelbaren Ereignissen, die darauf folgten, die Stimmungslagen unterschätzt. Da war der Tod Peter Fechters ein Symbol. Wer hilft uns? Uns war schon klar, dass der Vier-Mächte-Status eigentlich eine Chimäre geworden war.
Ein Vorhang, hinter dem nichts mehr war. Also nichts mehr war, ist übertrieben. Aber jedenfalls das Entscheidende waren die Souveränitäten jeder Besatzungsmacht begrenzt auf ihren Sektor. Noch am gleichen Tag bis in die Nacht hinein erlebt West-Berlin eine große Demonstration. Und der Protest richtet sich auch gegen die Amerikaner. Ihnen wird vorgeworfen, sie hätten es geschehen lassen. Tatenlos. Die Lage droht zu eskalieren. Eine Gruppe von Krakehlern und Rowdies nutzte diese Demonstration zu Krawallen aus. Die Polizei griff mit aller gebotenen Härte durch, um die Unbesonnenen zur Ordnung zu rufen und Schlimmeres zu verhüten. Da kamen wir dann den Befehl, also fertig machen und aufsitzen. Und dann fuhren wir aus der Kaserne. Und als wir den großen Stern umrundeten, also den Platz, wo die Siegessäule in Berlin steht, da wurden wir schon mit Steinen beworfen, weil die Westberliner natürlich genau wussten, die fahren jetzt also zum Checkpoint Charlie und versuchen die Westberliner daran zu hindern, die Mauer zu erstürmen und ihre Meinung zu bekunden, was sie von diesem neuen Zwischenfall an der Grenze halten. Der regierende Bürgermeister Willy Brandt muss beschwichtigen. Berliner Mitbürger, wir sind alle wegen der schrecklichen Verletzung der Menschenrechte an der Mauer von einer tiefen Empörung erfasst. Sie haben dieser Empörung in den letzten Tagen Ausdruck gegeben. Die Zwischenfälle der letzten Nacht aber, in denen einzelne Gruppen von Demonstranten gegen unsere alliierten Freunde und gegen die Westberliner Polizei vorgingen, diese Zwischenfälle zwingen mich zu einem eindringlichen Appell. Wenn wir solche Ausschreitungen zulassen, dann betreiben wir die Geschäfte der anderen Seite. Unsere Feinde warten nur darauf, dass wir unseren klaren Kopf verlieren. Es dauert Tage, bis sich die Lage in West-Berlin beruhigt und die Wut sich in Trauer und Fassungslosigkeit auflöst. Erst am späten Abend des 17. August 1962 bricht es über die Familie Fechter herein, dieses Unglück. Und es wird sie nie wieder in Ruhe lassen. Der Sohn ist erschossen worden. Mit einer Hausdurchsuchung beginnt die Staatssicherheit die jahrelange Erniedrigung der Familie Fechter. Abends, so gegen 22 Uhr, haben die Kriminalpolizei und die Staatssicherheit meine Eltern informiert. Erst haben sie gefragt, wo ist denn ihr Sohn, wo treibt er sich rum oder so. Ja. Haben erst gefragt erstmal und nachher haben sie dann erstmal praktisch dann durchblicken lassen, dass er auf der Flucht erschossen wurde. Ja. Und dann wurde dann diese Dreizimmerwohnung wurde dann durchsucht. Die suchten echt nach Waffen bzw. nach irgendwelchen provokatorischen Schriften oder sowas, ja, aber gab es ja nur nicht, sowas hatten wir ja noch nicht. Die Mutter von Peter war bei diesen Aufnahmen 1990 75 Jahre alt. Die Ereignisse um den 9. November 1989 brachten alles wieder in Erinnerung. Und Frau Fechter hat das Ende der Berliner Mauer nicht verkraftet. Kurz nach diesen Aufnahmen ist sie gestorben. Ihr Mann wenige Jahre nach dem Tod des einzigen Sohnes. Die Stasi war immer dabei, auch am Grab. So, ja. Kontrollen auf dem Friedhof, ja, die ja auch nicht normal sind, wenn da jemand sitzt und Zeitung liest, Neue Deutschland liest und offensichtlich da eben auf dieses Grab aufpasst. Ja. Am 27. August 1962 findet die Beerdigung von Peter Fechter hier auf dem Auferstehungsfriedhof in Berlin-Weißensee statt. Trotz staatlich verordneter Geheimhaltung sind viele Menschen gekommen. Der Westdeutsche Heinz Grimm macht das einzige Foto der Beerdigung. Und das hatte Konsequenzen. Ich bin anschließend am Ausgang des Friedhofs verhaftet worden und anschließend im März 1963 zu 3 Jahren Zuchthaus verurteilt worden, wegen Übermittlung von Nachrichten. Ich musste 2 Jahre davon absitzen und bin, was ich nicht weiß, wahrscheinlich freigekauft worden nach 2 Jahren.
Im Sommer 1991 bin ich wieder in der Zimmerstraße, Ecke Charlottenstraße. Die Mauer fällt. Neben dem schlichten Holzkreuz für Peter Fechter, dort, wo die Verbrüderungsszenen nicht enden wollen, dort verläuft die Front nicht mehr. Ja, für uns ist es unfassbar, dass diese Mauer gefallen ist, an dem unser Bruder Peter jämmerlich verblutet ist. Und dass dies jetzt alles einmal nicht mehr ist. Da haben wir jetzt immer noch dran, das zu verkrapfen, ja. Das war im ersten Augenblick unfassbar. Die zwei Schützen Friedrich und Schreiber werden 1962 wie üblich belobigt und ausgezeichnet. Im Jahrbuch des Grenzkommandos Mitte, eine Art Poesiealbum der Grenztruppen, wird der 17. August als leuchtendes Beispiel lobend erwähnt. Als ganz nebenbei ein gewisser Fechter den Tod fand. Die Schützen selber, die müssten erstmal für ihre Tat auch verantwortlich machen. Denn wenn ich zum Beispiel im Fall meines Bruders Peter Fechter sehe, ja, dass auf einen einzelnen Mann, muss man sich vorstellen, 35 Schüsse abgegeben wurden, dann kann ich schon nicht mehr sagen, dass das schon ein Befehlsnotstand gewesen ist. Und dass dieser Unteroffizier Friedrich allein 17 Schüsse auf meinen Bruder abgegeben hat. Das heißt also praktisch, der hat seinen Finger überhaupt nicht mehr vom Hebel genommen. Und wenn ich dann sehe, dass diese Schützen, klar, sagen die nun, naja, wir mussten ja, dahinter stand ja, weiß ich, der Offizier und hat aufgepasst, ob wir zwar schießen, ja, aber man kann auch daneben schießen, ja. Und ich bin immer noch nach wie vor dafür, dass die da gerade stehen müssen, ob Schießbefehl hin oder nicht. Fast 35 Jahre nach dem Tod von Peter Fechter beginnt am 3. März 1997 der Prozess gegen die Schützen aus der Zimmerstraße. Das Urteil: 21 und 20 Monate Haft auf Bewährung wegen gemeinschaftlich begangenen Totschlags. Das berühmteste Foto des sterbenden Peter Fechter. Der Fotograf Wolfgang Behrer hat es über die Mauer hinweg geschossen. Eins der berühmtesten Fotos der deutschen Nachkriegsgeschichte überhaupt. Freie Universität Berlin. 50 Jahre nach den tödlichen Schüssen in der Zimmerstraße ist der Tod Peter Fechters Gegenstand im Unterrichtsfach für Lehramtsstudenten. Thema: visuelle Traditionen in der Fotografie. Die Komposition der Ausgangsfotografie. Christoph Hamann beschäftigt sich seit Jahren mit Fotos, die Geschichte machten. Wenn man sich die Ausgangsfotografie noch einmal ansieht, entdeckt man zentrale Kompositionslinien. Kompositionslinien, die parallel laufen und die alle einen einzigen Ausdruck suggerieren. Nämlich, wir haben Linien, die von links oben nach rechts unten durch die Fotografie gehen. Die Hauptlinie ist diejenige, die vom Hauptmann Schäfer hier links oben über den Körper von Peter Fechter, über den Arm von dem gefreiten Lindenlaub hier nach hinten auslaufen. Das ist also die. Ja, ich bin immer der Frage nachgegangen, warum welche Bilder kanonische Bilder, berühmte Bilder geworden sind. Weil ich der Auffassung bin, diese berühmten Bilder haben einen Einfluss auf unser Bild von Geschichte, also metaphorisch gedacht. Da ist Peter Fechter ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie ich finde. Nun könnte man sagen, ist es angemessen, auf diese Art und Weise mit einem solchen Bild umzugehen, das nach kunsthistorischen Kriterien zu untersuchen. Nämlich, wenn man auf die christliche Ikonografie sieht und die genauer betrachtet, dann wird man feststellen, der Abtransport eines leblosen Körpers ist ein feststehender Topos. Diesen Abtransport gibt es immer wieder im Zusammenhang mit der
Kreuzigung Christi. Das ist auch. Naja, mit dir viel, also wenn man jetzt nur dieses Bild sieht, ohne vielleicht diesen größeren Kontext mit zu beachten, dann wird es natürlich schwer, da irgendwie so ein Mitgefühl zu entwickeln. Gut, der war 18 Jahre alt gewesen. Ich glaube, das letzte Maueropfer, Gerfreuder, war auch nur 18 Jahre alt. Da vielleicht so einen Zugang zu finden, ist vielleicht schwierig. Man muss es ja nicht so konkret an Aufgabenstellungen festmachen, aber ich glaube, man muss ganz auch damit arbeiten, eben mit diesen Emotionen, die hervorgerufen werden durch die Bilder. Weil so ein Bild lässt nicht kalt. Oder? Die Gedenkstätte in der Bernauer Straße errichtet auf dem ehemaligen Todesstreifen. Fotos von 136 Menschen, die an der Berliner Mauer ums Leben kamen, als Mahnmal. Einer davon, Peter Fechter. Gleich nebenan in der Kapelle der Versöhnung wird mehrmals die Woche einem der Toten gedacht. Heute nennen wir einen Namen, entreißen ihn öffentlich dem Vergessen. Peter Fechter. Sein Name steht für viele, doch jeder Name steht für einen einmaligen Menschen. Peter Fechter, geboren am 14. Januar 1944, erschossen am 17. August 1962. Für alle. Am 17. August 1962, an dem Tag, an dem Peter Fechter starb, war auch ich in Berlin, zu Besuch bei Verwandten im Westteil der Stadt. Ich war schockiert über den schrecklichen Tod des gleichaltrigen Peter Fechter. Für die Betroffenen des Mordes an Peter Fechter, denen ich seitdem begegnet bin, war nach dem Ereignis nichts mehr so, wie es vorher war. Für die Grenzer, die Augenzeugen, aber vor allem für die Familie, die die Verachtung und den Hass des Regimes zu spüren bekam. Der Propagandist Karl Eduard von Schnitzler, wenige Tage nach den tödlichen Schüssen an der Mauer. Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Und wenn dann solch ein Element bei seinem gewaltsamen, bewaffneten Grenzdurchbruch unmittelbar an der Grenze verwundet und nicht sofort geborgen wird, dann ist das Geschrei groß. Soll man von unserer Staatsgrenze wegbleiben, dann kann man sich Blut tränen.